In der sechsten Folge meiner literaturwissenschaftlichen Analyse geht es um den durchtrainierten Düsseldorfer Kollega und sein Lied Alpha. Ich werde mein Streberniveau bemühen, um euch meine Lieblingsstellen per Zitat textanalytisch zu interpretieren. Legen wir los. Der friedlebende Friedberger wählt als Titel für sein Lied das Wort Alpha. Natürlich nicht ohne Hintergedanken. Das Alpha-Symbol ist nicht nur der erste Buchstabe im griechischen Alphabet, es hat gleichzeitig auch den numerischen Wert 1. Kollega, der King, ist die Nummer 1. Das Höchste, Größte und Beste. Da nimmt der bildungsbegeisterte Bodybuilder viel in den Mund. Lasst uns schauen, ob er sein selbstbewusstes Statement auch textlich einhalten kann. Zunächst einmal, wer von dem tagebuchschreibenden Tino einen Rap-Track erwartet hat, wird enttäuscht. Denn es ist mehr als nur ein Rap-Track. Es ist ein akustischer Lebenslauf, der 2005 mit der musikalischen Geburt des Muskelmannes beginnt. Gucken wir uns die Anfangsreime des silbenzählenden Selfmade-Künstlers an. Das sind zwei Reimwörter mit insgesamt 6 Silben. Zu hält er Tape im Netz, New Era Etikett. Aber der Boss wäre nicht der Boss der Bosse und nicht der textliche Thronfolger eines Goethes, wenn er nicht noch ein Homonym in diesen Anfangszeilen verstecken würde. Aber mein geschärftes Hühnerauge hat es entdeckt. Es lautet, keiner hat mich auf dem Schirm. Das kann zum einen bedeuten, dass am Anfang niemand an ihn geglaubt hat oder zum anderen, dass niemand auf seiner New Era Cappy ein Etikett trägt. Reime und verwendete Stilmittel top. Glatte 1. Wie geht's weiter? Der Fanpost verschickende Freizeitweltenbummler hat folgende 3 Zeilen. Ich habe Punchline-Rap revolutioniert, ich habe Double-Time-Rap revolutioniert, ich habe Deutsch-Rap an sich revolutioniert. Ja, da gibt es keine hervorstechenden Reime wie Degenfechter, das weiß ich selber. Was auf den ersten Blick allerdings langweilig aussieht, hat es in sich. Diese Zeilen sind besonders interessant, weil sie insgesamt 2 Stilmittel beinhalten. Einmal beginnt jeder Vers mit Ich habe. Dieses Stilmittel, aber das wisst ihr ja bestimmt, ist eine Anapher. Das zweite Stilmittel erkennen nur die Experten. Zum Glück seid ihr an einen geraten, denn das zweite Stilmittel ist der Klimax. Wer im Deutschunterricht aufgepasst und nicht nur WhatsApp-Nachrichten unter dem Kaugummi beklebten Tisch verschickt hat, der weiß, dass Klimax übersetzt Leiter bedeutet und eine Steigerung von etwas weniger bedeutsam zu etwas sehr bedeutsamem darstellt. Ich erkläre es nochmal für die letzten begriffsstutzigen Bildungsverweigerer. Kollega hat Punchline-Rap revolutioniert. Als ob das nicht schon genug wäre, setzt er noch einen drauf. Er hat nämlich den Double-Time-Rap revolutioniert. Aber der Höhepunkt ist seine Revolutionierung der gesamten Deutsch-Rap-Szene. Die nächste Textstelle des post-vorbeibringenden Punchline-Königs ist die folgende. Sie bleiben chancenlos. Ey, ich mach Party mit paar Bombenhos und wach am nächsten Tag mit einem Kater auf wie Beyoncé Notes. Das ist eine meiner Lieblingsstellen in dem Song. 5 Silbenreime zieren das Antlitz dieser Zeile und ein Homonym, das mich griesgrämigen Großmeister der Großstadt-Lyrik-Analyse zum Schmunzeln gebracht hat. Besonders die verschiedenartige Bedeutung des Katers. Das kann zum einen das Unwohlsein am Folgetag einer durchzechten Nacht sein oder zum anderen der bürgerliche Nachname des Rappers JC, der im Real Life Sean Carter heißt und seit 2008 mit Beyoncé Knowles verheiratet ist. Genug Gossip, zurück zum Real Talk des Bosses. Nichts als Leid, jedes Mal im Herz ein Stich, Mutter weint, Vater weg, keiner da, der mir eine Richtung aufzeigt. So persönlich erkennt man den Künstler selten. Er gibt Einblicke in sein Familienleben vor der großen Rap-Karriere. Die Wörter, so hat man beim Zuhören das Gefühl, fliegen an einen vorbei. Der Stilmittel beherrschende Sprechgesangsartist verwendet hier das Stilmittel der Ellipse. Bei einer Ellipse werden Satzteile weggelassen, dadurch entsteht ein unvollständiger oder nur ganz kurzer Satz. Nichts als Leid. Hier fehlt das Prädikat. Es müsste grammatikalisch vollständigerweise nichts als Leid, das mich bedrückt, heißen. Aber bei Songtexten geht es nicht um grammatikalische Richtigkeit. Es geht darum, Gefühle und Eindrücke sprachlich zu vermitteln, was Kollega durch den genialen Gebrauch der Ellipse schafft. Der angehende Anwalt im Armani-Anzug zeigt sich auf diesem Track sehr erwachsen, zum Teil sehr ernst.
Zum ersten Mal geht er darauf ein, dass er studiert. Die Textstelle lautet: Auch wenn Studium für dich heißt, keine Street Credibility. In dieser Ellipse wird deutlich, dass er sich komplett von den Angriffen der begriffsstutzigen Bildungsverweigerer distanziert. In der Soziologie nennt man das exzentrische Positionierung. Das bedeutet, dass er sein eigenes Leben von außen betrachten und reflektieren kann. Wenn das jemand kann, dann kann man davon sprechen, dass er erwachsen ist. Am Ende meiner literaturwissenschaftlichen Analyse geht es um die Zeile: Denn ich will nie mehr zurück und nutz jede Chance dazu. Stehe schweißnass im Fight Club mit Trainingsboxhandschuhen. Viel besser könnte der Sylvester Stallone verehrende Sprechgesangsartist es nicht auf den Punkt bringen. Das Leben war und ist für ihn ein andauernder Boxkampf. Die Boxhandschuhe stehen dafür stellvertretend als eine Metapher. Mir bleibt am Ende nur noch zu sagen, dass ich mich vor der bosshaften Begeisterungslyrik verneige und sage: Der King is back. Wenn euch dieses Format gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert diesen Kanal und rettet die Welt. Wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit habt, könnt ihr euch auch die anderen Folgen meiner literaturwissenschaftlichen Analysen angucken. Danke fürs Zuhören.